Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich als erstes bei den anderen vier Fraktionen, meine eigenen, den fünf Fraktionen bedanken. Das ist hier der Ort, wo wir normalerweise in einem harten politischen Wettbewerb unterschiedliche Vorstellungen austragen. Das werden wir sicherlich im weiteren Verlauf des Tages und morgen und übermorgen auch machen. Aber es war völlig klar zwischen den Fraktionen, dass wir in diesem ersten Punkt anders vorgehen wollen. Ich habe viele Anträge erlebt. Mein Respekt für alle. Der Antrag, den wir nachher zusammen wohl beschließen werden, ist ein sehr guter Antrag, ist eine gute Grundlage und drückt aus, was wir zusammen vor dem Hintergrund der Ereignisse in Frankreich und der folgenden Tage zusammen denken. Und Kollege Liedenkämp hat gesagt, das ist der Aspekt der Solidarität mit dem französischen Volk. Ich will noch eins hinzufügen, was mir ganz wichtig ist. Es ist auch ein Signal an die Menschen in unserem Land, dass bei allem Wettbewerb, den wir haben, der auch hart sein kann in der Sache, wir zusammen es so sehen, dass in unserem Land, in dem Menschen aller Religionen, unterschiedlichster Hautfarben, unterschiedlichster Herkünfte leben, wir alle fünf Fraktionen es so sehen, dass ein Herabsetzen, ein Angreifen, ein Diskriminieren, ein Verächtlichmachen in unserem Land von uns zusammen nicht geduldet wird und wir dagegen aufstehen. Wenn man an das denkt, was in Frankreich geschehen ist, sind wir immer noch fassungslos. Menschen sind ermordet worden, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch nahmen. Man muss sich vorstellen, eine Redaktion in ihrer Arbeitskonferenz, und das passiert. Sie sind ermordet worden, einfach weil sie als Polizist auf der Straße ihren Dienst taten. Sie sind ermordet worden, weil sie in einem koscheren jüdischen Lebensmittelgeschäft einkaufen wollen. Das ist unvorstellbar. Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und wir sind erschüttert über die Kaltblütigkeit und Brutalität der Täter, über das Ausmaß an Gefühlslosigkeit. Unter den Opfern waren Mitarbeiter von Charlie Hebdo, einige der berühmtesten Satiriker Frankreichs, weit über ihr Land hinaus bekannt, Teil einer Kultur, die mit radikaler Offenheit die Unzulänglichkeiten der Gesellschaft aufspießt. Weder Politiker noch Parteien, Kirchen, Religionen wurden ausgespart von ihrer Kritik, die in einem wahrhaft voltairischen Geist vor nichts und niemandem Angst hatte. Genau diese Einstellung ist es, die der Satire ihre Glaubwürdigkeit verdankt, als eine Kunst, die sich nicht funktionalisieren lässt, die mit scharfer Feder ohne Ansehen der Person falschen Schein und Eitelkeit entlarvt und die mit Witz, Spott und Ironie durchaus auch überzeichnet, um klarzumachen, worum es ihr geht. Auf einen solchen Geist können wir in der offenen Gesellschaft nicht verzichten. Er zeigt uns, wo Anspruch und Wirklichkeit auseinanderfallen und wo Verhältnisse verknöchern und versteinern. Wir sind solidarisch mit Journalistinnen, Journalisten, Künstlerinnen und Künstlern in aller Welt, die mit großem persönlichen Einsatz einen solch kritischen Geist wachhalten und sich gegen Ungerechtigkeit, Engstirnigkeit und Intoleranz engagieren. Ein Angriff auf die Freiheit von Presse und Kunst ist ein Angriff auf uns alle. Wir setzen darauf, die gesetzlichen Möglichkeiten der Gefahrenabwehr auszuschöpfen. Aber wir wissen auch, in einer offenen Gesellschaft kann es einen hundertprozentigen Schutz nicht geben, weil Freiheit und totale Überwachung und Kontrolle nicht zusammengehen. Gabor Steingart hat in einem bemerkenswerten Kommentar im Handelsblatt klar benannt, gleichzeitig dazu aufgerufen, keine publizistische Verzagtheit aufkommen zu lassen. Er hat gesagt, es gibt für die Pressefreiheit nur ein Garantieren durch Praktizieren. Dem schließen wir uns an. Und er hat aber auf eine zweite Gefahr für die Freiheit auch hingewiesen. Er hat benannt die Lust der Extreme aller Länder, die Lust am Zurückschlagen. Ich zitiere noch einmal Steingart. Man könnte meinen, Pegida, Front National und die Salafisten arbeiten in derselben Munitionsfabrik. Ihr Ziel, der religiöse Kulturkampf, ein Reimport aus dem Mittelalter, soll auf den Marktplätzen des 21. Jahrhunderts aufgetragen werden. Die Gefahr, die er hier beschreibt, ist real. Wir haben es mit zwei Extremen zu tun, die sich im Kampf gegeneinander die Bälle zuspielen, um eine Konfliktlogik nach der Art sich selbst erfüllender Prophezeiung in Gang zu bringen. Aber,
Und das ist das Erfreuliche an den letzten Tagen hier bei uns in Deutschland und auch in Frankreich. Die große Mehrheit unserer Gesellschaft will diesen Streit nicht. Die vielen 10.000 Menschen, die in den Tagen der vergangenen Tagen auf die Straßen gegangen sind, die sich engagiert haben, sind Menschen, die die Straßen und Plätze nicht freigeben für dumpfes völkisches Ressentiment. Und sie sind Menschen, die die Straße nicht freigeben für das Schüren von Islamophobie. Sie wollen ein friedliches und gedeihliches Zusammenleben der Kulturen und Religionen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir in der Mehrheitsgesellschaft in dieser Frage eng zusammenstehen. Zivilgesellschaftliche Initiativen, Parteien, Unternehmen, Gewerkschaften, Verbände und vor allem auch die verschiedenen Konfessionen, Kirchen, Gemeinden und Religionsverbände. Sie alle, wir alle müssen Zeichen dafür setzen, dass keine vom Krieg der Kulturen und Religionen gespaltene Gesellschaft von uns gewollt wird. Wenn wir diese Spaltung zulassen, haben die Kultur- und Religionskämpfer schon gesiegt. Unser Land, Nordrhein-Westfalen, Kollege Römer hat das richtig gesagt, ich kann das nur bestärken, ist seit weit mehr als 100 Jahren Einwanderungs- und Integrationsland. Wir haben eine lange Geschichte. Und diese Einwanderung hat unser Land stark gemacht, stark und erfolgreich, und sie bereichert uns noch immer. Und unsere Bürgerinnen und Bürger hier gehören alle zu Nordrhein-Westfalen. Ob sie glauben oder nicht glauben, ob sie Juden sind, Muslime oder Christen, irgendeiner anderen Religion anhören oder eine andere Weltanschauung vertreten. Hier in unserem Land hat jeder Mensch das Recht, friedlich seine Religion zu leben. Niemand hat das Recht, einen Menschen auf seine Religion zu reduzieren. Und niemand muss sich für seine Religion rechtfertigen. Das ist unsere gemeinsame Grundüberzeugung. Und alle Fraktionen haben festgestellt, und das ist mir wichtig, es ist keine Religion, die unsere Freiheit bedroht. Es ist der Fanatismus und es ist die Angst, die unser Zusammenleben vergiften soll. Und deswegen ist es wichtig, dass alle Fraktionen zusammen heute, die demokratischen Fraktionen und Parteien aus diesem Parlament, ein gemeinsames Signal geben. Deswegen ist es richtig, dass wir den Antrag zusammen beschließen. Nordrhein-Westfalen steht für Demokratie und Vielfalt über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.